Begrüße ich euch zum nächsten Part unseres langsam endenden Let's Plays der DLC-Geschichten in puncto Dark Souls 3 und meinen letzten blinden Winkeln in diesem Meisterwerk von Spiel und wahrscheinlich der kompletten Reihe selbst, die ja eigentlich laut Nempo erstmal damit ihr Ende gefunden haben soll, zu genießen weiß, wobei das Genießen schon wieder relativ. Und Ende vom Lied ist, du wirst in eine andere Welt beschworen. Interessant. So starten wir direkt mal mit dem Eid der Finstermondklinge in das Reich eines anderen verzweifelten Abenteurers, der dem blauen Rittern angehört und somit das Privileg genießt, die Hilfe meinerseits genießen zu dürfen, weil ein Invasor, ein Phantom in seine Welt am Einkehren ist. Und tada, hoffen wir ihm, dass wir Trost und Schaden spenden können, zumindest dem Widersacher, dem jetzt hier den Arsch aufreißen werden. Und der Nebel ist ganz schön dicht. Die Pumpe heftig zerfickt und der Adrenalinpegel auf ungeahnte Höhen dank des letzten haarsträubenden Duells und Parts, dem hoffentlich auch beigewohnt habt, ihr Süßen. Ey, und dementsprechend fällt das hier gerade schwer, ein paar vernünftige Sätze zusammenzuspinnen und irgendwie noch den Faden beizubehalten. Deswegen entschuldigt, wenn hier etwas schwachsinnig vor mir hin am Quasseln, was ja 80% sowieso der Fälle bin. Und jetzt muss ich mal gerade den Hund hier vor die Tür begleiten, der ausnahmsweise recht gutes Timing an den Start bringt und mich mal nicht am Sabotieren ist. Konzentration aber wieder auf den eigentlichen Wahnsinn und somit werden wir jetzt dort den Weg nach oben suchen. Zur Brücke selbst. Da sogar noch der Drache wieder am Lostoben ist, der uns den Weg hierhin wahrlich schwer gemacht. Ende vom Lied ist, wir müssen wahrscheinlich auch wieder auf die Ebene mit dem kleinen Funkeltitanit-Viech, wo es dann letztendlich auch am Weitergehen ist. Wobei, jetzt habe ich sogar eine neue an den Start gebracht. Nein, habe ich nicht. Hier ist das abgestürzte Ding und ich glaube nicht, dass wir hier am Rande entlang kommen, ne? Nee, nee. Dementsprechend müssen wir jetzt noch einmal hier gerade eine Runde drehen. Den Weg, den ich zu Anfang gegangen bin, also im letzten Part hier, Süßen, noch einmal hier verfolgen, dann nicht aufs Funkeltitanit-Tierchen hereinfallen. Und den Weg aus diesem Verlies hier endlich finden. Jetzt aber auch im Eifer keinen Fehler machen, das allzu gern passiert. Im Dark Souls Wunderland. Lass mich nicht lügen, genau. Das war auch dieses Eck, an dem uns wieder herunterrollen sollen. Interessant, da war die andere Kammer noch zu finden. Und weiter geht's im Programm. Hier hatten wir die Truhe versteckt und gleich müssten wir dann auch kleinen Funkelechse angekommen sein. Oder auch nicht, ne? Einen Moment mal gerade. Ah, genau, darüber sind wir in die höhere Abteilung gekommen. Ich kann nur wiederholen, das wahrlich einen Tierungssinn, Alter, wie einen Stullebrot hab. Und da vorne lichtet sich doch eigentlich schon der Ausgang selbst. Zeit für Rache. Was denn für Rache, du Spast, Alter? Da sind wir ja auch am Ende angekommen. Also dort unten der Eingang ist, wo der Drache noch auf uns warten tut. Und ja, das ist mal ein Geschenk, womit noch lange nicht gerechnet hab, ey. Danke dafür.
Unglück voraus, deshalb Vorsicht, gelobt sei die Sonne. Dort vielleicht der Drache auf uns wartet. Und das ist eine Fackel, ne? Und da hast du uns echt gut verarscht. Dafür muss ich dir sogar, Alter, einen Gut hier geben. Hab natürlich in der Hoffnung schon wieder damit gerechnet. Unsichtbare Wand oder dergleichen. Scheinbare Wand, meine ich doch. Und gehofft, den Schlag anzusetzen, um wieder mal ein kleines Geheimnis hier zu ergründen. Und ich habe schon keinen Bock mehr. Das ist echt uncool hier jetzt wahrscheinlich. Natürlich, natürlich, natürlich. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist aber auch schwerst ungesund. Ihr wollt mir doch nicht erzählen, dass ich mich jetzt mit dem dort oben herumschlagen muss, oder? Ich glaube aber, das ist. Der winkt mit dem Zaunpfahl, Zufluchtsort. Fantastisch, mein Freund. Fantastisch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Beruhig dich mal, Digga, Alter. Und du siehst umwerfend aus, ey. Ende vom Lied. Ich muss mich jetzt wahrlich mit ihm messen hier, oder wie? Kann ich dem noch hinzufügen? Was ein Wahnsinn, ey. Ich komme ja nicht mal vernünftig an dich ran. Ich glaube, mit etwas Glück haben wir hier eine kleine Verschnaufspause. Tatsache, ey. Schauen wir mal, ob das auch für die zweite Attacke gilt. Oh mein Gott, du Hurensohn, tut es nicht, natürlich nicht. Ich renne jetzt einfach in mein Verderben rein. Am sichersten bin ich immer noch unter deinen Pranken, mein Lieber. Ich schlag einmal nur drauf. Einmal nur drauf geschlagen. Der Wahnsinn, der Wahnsinn! Ich könnte auch an dir vorbei, ne? Ohne Probleme, ohne Probleme. Was zur Hölle wird das? Der hat einen beschissenen Godzilla-Strahl am Start, ey. Wahnsinn, der absolute Wahnsinn, Alter. Das Ende vom Lied ist, da habt ihr euch wohl die beste Wache im ganzen Kosmos gesucht, Alter. Mit dem letzten immerwährenden Drachen aus alten Zeiten. Inwieweit Gwyn es ihm wohl gestattet hat, Alter, dort als letzter seiner Art. In der umringten Stadt im Exil der Furtive Pigments, der verstohlenen Zwerge und ihrer Dark Souls, der Wiege der Menschheit, der Menschlichkeit und der Finsternis selbst, hier zurückgelassen. Das kann ich mir nicht vorstellen, da er selbst seinen ersten Sohn, den namenlosen König, Alter, verbannt und aus den Geschichtsbüchern gestrichen, etc. pp., weil dieser die Liebe zu den Drachen gefunden, als sich einen dieser zum treuen Wegbegleiter gemacht. Und dementsprechend kann ich mir nicht vorstellen, dass Gwyn auch nur einen dieser bewusst hätte am Leben gelassen. Oh mein Gott, das ist richtig scheiße, aber auch. Und mein Headset fuckt gerade richtig ab. Es tut mir leid, ihr Süßen. Theoretisch könnten wir das Ding zur Hölle schicken, ne? Aber ich glaube, ich versuche es jetzt mal ohne die Glut unter seinem Korpus her. Einfach da hinten ab durch die Tür. Ende vom Lied ist auch, ich konnte mich vorhin nicht so wirklich drauf konzentrieren und könnte auch sein, dass dementsprechend hier keinerlei Energie gezogen habe, weil es eben ein immerwährender, unsterblicher Drache und letzter seiner Art ist. Es vermuten lassen müsste. Oh Gott, kann ich meine Seelen wieder haben? Danke. Richtig geil, du abgefuckter Hurensohn. Jetzt bloß nicht übermütig werden. Ich wollte nämlich gerade losrennen. Kurz den Flakon reingedrückt, oder was? Ich habe mir doch einen beschissenen Flakon reingedrückt, du Hurensohn. Oh mein Gott, das ist mein beschissenes Ende. Tatsache, ey, das darf nicht passieren. Aber ich war auch schon fast um die Kurve rum, ey. Dementsprechend
Ist das absolut zu machen, ey? Ich hatte einen ganz schönen Spielraum an Zeit unter ihm hindurchgekrochen. Und noch den Hit kassiert. Einfach die zwei, drei direkten Schläge seiner monströsen Pranken, Alter. Dulden, abwarten, abwehren und dann losrennen, sobald er seinen Feueratem da am Losschießen ist. Denn das letzte Ding ist ein klares One-Hit-Wonder. Und wir haben einen Plan, das ist doch schon mal gar nicht verkehrt. Und nehme an, dass der Schlüssel zu seinem Tod vielleicht schon irgendwo in unserem Inventar am Schlummern ist oder am Rande dieser Klippe lauert, dergleichen. Aber wahrscheinlich auch am Ende des Weges zu der Prinzessin selbst am Warten ist, sie uns diesen vielleicht sogar hinterlässt, weiß der Drache. Und er dann als optionaler Wahnsinn hier zurückbleibt. Oh mein Gott, muss man da auch mal ganz klar in den Raum werfen. Wie so oft, aber ey, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das hier ist dann auch noch optional, unabhängig davon, dass man möchte, die Spieler hier das Ende zu bewundern kriegen, auch wenn selbst das natürlich mit Dark Souls würdigen Schwierigkeitsgrad unterscheidet. Aber optionales. Und da hat man sich mit Sicherheit einiges an Freiheit erlaubt, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Und wohl der mit Abstand abgefuckteste Motherfucker, den die Dark Souls-Geschichte je gesehen hat. Ich könnte es mir ganz gut vorstellen. Das war doch schon mal eine klasse Nummer. Jetzt wird er wieder seinen Feueratem hier rüber beschwören. Natürlich, wir rennen schon mal los. Eine Sekunde. Umgedreht. Sehr schön. Das nehme ich mit, du Spaß. Was passiert da? Was passiert da? Verstehe ich gerade nicht. Soll mir aber auch egal sein. Ab, weg, 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 du Hurensohn. Jetzt passiert irgendein Scheiß. Jetzt bringt er uns um. Jetzt bringt er uns um. Jetzt bringt der Bastard uns um. Nein, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Richtig gut. Richtig gut. Richtig gut. Überlebt das. Bitte, bitte. Oh mein Gott. Sauf dir einen Flakon weg. Und danke dafür. Herrgott im Himmel. Wir haben es echt geschafft, Alter. Hätte damit gerechnet, dass das um einiges länger sich hier noch ziehen wird, weil ich ein Vollidiot bin. Und hat der Herr sich jetzt wahrlich gerade verpisst, eh? Ich traue mich kaum, den Kopf hier rauszustrecken, eh? Aber irgendwie lacht mich ja schon das kleine süße Item da am Rande an. Aber ey, come on, bevor wir uns den Scheiß jetzt nochmal geben müssen, ich euch hier mit dem ewig gleichen Scheiß belästige, sehen wir zu, dass mal unseres Weges voranschreiten, Neues zu Gesicht bekommen. Alter, mir geht so die verfickte Pumpe, du Drecksspiel. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Oh, ist das schön, ey. Einmalig und bringt fantastischen Mehrwert hier noch rein, Alter. Kommt auch ein wenig dem grandios aus der kompletten Dark Souls-Reihe tanzenden Endboss-Fight gegen den Drachen in der Heimat des namenlosen Königs selbst und optionalen Gebiet, den Drachen, Felsental, Gebirge, wo wir eben diese Flucht antreten mussten, uns durch diese fantastischst ausschauende Ruine wie aus alten Tagen kämpften. Und dort wartet doch gar eine Statue von Gwyn hier höchstpersönlich. Und das ist der Furtive Pikmin, das ist ja so krass, Alter. Das ist so krass, Mann, Alter, ey. Mir geht lore-technisch richtig einer ab, ey. Und ich kann das auch nicht nehmen in diesem Augenblick. Ob ich das jemals kann, wahrscheinlich, klar. Auch da ist auch noch ein Loch in der Decke, natürlich. Und um hier ein wenig Spannung noch in die Sache zu bringen und den Moment des Austritts aus diesem Raum zu strecken, scheint man uns in eine andere Welt zu beschwören. Interessant. Aber gut, kriegen wir gerade mal noch ein bisschen PvP-Action für die Abwechslung geschenkt und helfen einer einsamen Seele, ja, am Rande der Welt gegen die
einkehrenden Invasoren. Und ich weiß, welch Horror das ist, ey. Ende vom Lied ist, könnte mir den blauen Eid ja auch mal gönnen, also den der blauen Ritter, die das Privileg mit sich bringen. Hallo, Ashes of Ariande. Schön, mal wieder den Weg zu euch zu finden. Da haben wir einen Zwiebelkopf am Start. Interessant. Habe ich kurz mal wieder abgelassen. Aber alles gut. Ich check dich nur ab, mein Süßer. Ich weiß nicht genau, was da noch alles mir im Rücken sitzt, aber wird schon schief gehen. Absolut. Oh, gefährlich, gefährlich, gefährlich. Da habe ich nicht auf die Ausdauer selbst geachtet. Das habe ich aber auch noch leider nicht überlebt. Ey, so ein Scheiß. Das war aber auch ein geschenktes, geiles Duell und vor allem beweist er einfach, sprich das kleine Präsent, was uns dafür gegeben wird, dass unserem Eid hier folgen und unsere Pflicht erfüllen. Und das ist auch der Grund, warum letztendlich, Entschuldigung, ey, irgendwie ist mein Headset gerade ein bisschen am Rumspacken. Verlorener Faden, Bums die Birn. Ende vom Lied ist, ich brauch den Rang 1 des Eids, der Finstermundklinge, damit ich dann noch einen Ring abstauben kann, der nötig ist für die Platin-Trophäe. Also ich habe mit Erfolgen und Trophies selbst nicht mehr viel am Hut habe, da habe ich meine Suchtphasen schon lange hinter mir. Ende vom Lied ist, eine Platin-Trophäe in Dark Souls selbst, die muss dann doch immer noch sein. Jetzt habe ich hier so einen Handy-Sound im Ohr. What the fuck, Alter? Bin ich gerade gehackt oder was geht ab, ey? Keine Ahnung. Ich würde auch brennend interessieren. Ich mache mal gerade auch den Chat an. Vielleicht hier mein Ton so richtig im Arsch. Ich hoffe ja mal nicht. Ich mache jetzt auch einfach mal den Kopfhörer kurz aus. Nichts am drinne stehen. Dementsprechend hoffe ich, dass sich keiner beschweren müssen. Ich will ja nicht meinen, dass mir jetzt hier schon der 70 € teure Wireless-Rotz-Kopfhörer zugrunde geht, aber anscheinend habe ich gerade das Problem gelöst. Sehr schön. Also das wird wahrscheinlich hier nochmal unseren Tod bedeuten. Ja, da haben wir aber sogar ein Darkrest stehen und schaut euch das an zum Verlieben und what the fuck, Alter, Digga, Mann, was hast du da eigentlich für ein Schwert, Alter, auf deinem Buckel sitzen? Das will ich haben. Sogar noch in zweifacher Montur. Das scheint sogar das Ding zu sein, was man aus dem Drachenseelending im ersten Teil, ich habe keine Ahnung, aber das war so ein Drachentöter, super Ding geschmiedet oder gehackt aus dem Zahn eines Drachens selbst. Das sieht dem wahrlich recht ähnlich, ey. Interessant, was ich aber jetzt hiermit anfangen soll, kein Plan. Hier schalten wir jetzt aber auch auf jeden Fall eine Abkürzung frei. Nehme ich an. Wir müssten nämlich jetzt auch theoretisch genau unter der Brücke mit den wahnsinnigen Bogenschützen sein. Und dementsprechend fahren wir dort wahrscheinlich jetzt mit dem Fahrstuhl hin. Und ich habe tierisch Angst, dass uns dort oben der Tod erwartet. Aber Ave Maria, Sanctum Pica, weiß der Geier hier. Eine letzte Verbeugung vor dem Schicksal, das dort auf uns am Warten ist. Und interessant, da werden wir auch noch mal raus müssen bei Gelegenheit. Und natürlich, ihr Süßen, da gab's ja noch die Tür hier am Start. Ach, verfick doch mal, bist du einfach geil, Dark Souls, ne? Also das Level-Design sich auch hier wieder im recht überschaubaren DLC am Überschlagen ist, sei es in optischer, architektonischer, zusammenhängender oder loremäßiger Hinsicht. Ich verbeuge mich vor ihrem Antlitz.
Dementsprechend fahren wir damit jetzt, glaube ich, mal ein bisschen rauf und runter, denn hier liegt auch das Geheimnis. So, hier ist auf jeden Fall Dingens, ne? Nichts. Und dann gehen wir nochmal da drauf und müssen da jetzt rechts rausspringen, wenn ich mich da nicht irre. Upa, das läuft doch wie geschmiert. Hammer, ich habe ein bisschen Angst hier vor. Ja? Dort geht es auf jeden Fall dann wieder runter. Wahnsinn, Wahnsinn, was hier wohl auf uns wartet. Also welch legendäres Item. Drache voraus. Ey, habt ihr auch gesehen, wie der Typ da irgendwie reingerannt ist? Alter, das ist so nicht koscher. Ich schlag da gleich mal rein. Eine Glut. Jetzt habe ich das Ding wieder gefickt, Alter. Ja? Ende vom Lied ist. Echt enttäuschend, Mann, Alter. Ich habe jetzt mit den Eierstöcken der Königin hier selbst gerechnet oder so. Entschuldigung. Aber fuck Missgeburt. Das Ding an der Sache ist, eigentlich sollte ich jetzt mal kurz in den Feuerbann schreien, zurück. Mir kurz mal die Seelen auf den Pelz hier legen und mein Level ein wenig tunen, um dann mit etwas weniger Druck hier wieder einzumarschieren. Ich verneige mich vor euch Legenden, Alter, der Furtive Pikmin auch selbst, so unwahrscheinbar und cracksüchtig, wie er zu sein scheint. Wohl eine der tragendsten Rollen unter den 10 wichtigsten hier wohl am Spielen ist, wenn nicht selbst sogar in den Top 3 und sich mit den Lord Wessel erbeutern selbst. Hier misst ganz klar, wenn er nicht sogar der König ist, weil er die Dark Soul, den Namensgeber dieser fantastischen Reihe, gefunden hat und der Menschheit den Weg geebnet. Untersuchen. Oh, echt, ey. Aber reinziehen müssen wir es uns trotzdem nochmal. Vielleicht einfach nur, um den Zusammenhang irgendwie gerade zu kriegen. Dieser Ring ist schön grün, Blüte benannt, doch ist ein Glanz schon lange verblasst. Er hat die Ausdauer der Ring und bla bla bla. Ey, das fuckt schon ein bisschen ab, ey. Mein lieber Miyazaki. Aber alles gut, ey. Nimm das mal so hin. Ey, da hätte man ja wohl die zwei. Hey, da hätte sie die Dark Souls selbst, Alter, dem in die Finger legen können. Dem glorreichen Gewinn. Hey, das sieht nach ganz klarem Todesurteil aus. Läuft. Und weiter geht's hier in die Höhen. Ende vom Lied ist, wir gehen jetzt wahrlich kurz mal unsere Seelen hier. Eigentlich voll scheiße, ne? Eigentlich müsste ich jetzt. Ey, fuck auf die Seelen, ganz ehrlich, ey, Geist, das gönne ich uns jetzt, ey. Ich hab eh keinen Bock noch wieder ein Level aufzusteigen. Dementsprechend, ey, fuck off. Drache? What the fuck, Drache, Alter? Jonglieren den kleinen geflügelten Spast auf einem Finger. Ey. Grisou, der kleine Feuerwehrmann. Interessant. Vorsicht vor vorne. Ey, ich muss da auf jeden Fall eigentlich eine unsichtbare Wand hinknallen. Also eine Nachricht selbst. Mal gucken, was in der Hinsicht auch meine so treiben. Hier komme ich ja dran vorbeigegangen. Ne? Interessant. Da versteckt sich auch noch was Schönes. Filianoris Speerornament. Okay, Waffe oder Handschuh, Handrüstungsdingster, Bumster. Filianoris Speerornament. Ey, wir hatten es ja in den letzten Parts schon, dass da im Hauch einer Sekunde direkt mal schon vergessen hab, was gesammelt hat und den Scheiß einfach nicht wiedergefunden und dementsprechend. Aber alles cool. Ein gewindetes Kreischen. Das ist es auf jeden Fall hier nicht.
Nee. Interessant, hätte sich auch hier noch, Alter, einnisten können. Glaube auch nicht, dass das ein Schild ist. Dementsprechend crazy. Hier haben wir nur die Köpfe. Gehen wir mal direkt auf Hand, ne? Haben wir auch nicht mal da am Start? Dementsprechend ein Questgegenstand oder einen Ring? Uno momento, el compañero. Ey, jetzt aber mal gefickt, ey. Umkehrring auch nicht. Das ist aber auch mal gut hier, ne? Finden wir das bei den Items selbst? Nee, ne? Doch, krasser Scheiß. Pflichterfüllungsbeweis eines Speers der Kirche. Hammer, Alter, ey. Hier scheint es auch einen neuen Eid zu geben, ey. Und in der Hinsicht auch gerade sehe, dass meine Zehen da schon am Start für die Beweise der Eintracht und mein Ring für die Platin-Trophäe selbst. Geiler Scheiß, kann dementsprechend jetzt auch mal wieder ein bisschen mit den Eiden jonglieren und mich da nicht allzu festfahren, denn mit dem ist auch nicht viel am passieren. Wobei mittlerweile schon wieder des Öfteren gerufen wurde, sonst hätte ich die Dinger ja auch nicht am Start. Ich halte jetzt ja schon das Maul und wir schauen mal, was das hier so mit sich auf sich hat. Die Speerkirche wachen über den Schlaf der Prinzessin. Dieses Objekt ist der Beweis ihrer Pflichterfüllung. Den Goldstoff ziert ein Wappen mit dem Motiv frischen Grases. Die Ritter der Prinzessin trugen diesen Gunstbeweis mit großem Stolz und das Ornament zierte oft ihre zeremoniellen Speere. Naja, viel Kontext über die Dame selbst, die sich hinter den Toren dieser monumentalen Kathedrale und von einem der unsterblichen Drachen selbst bewachten Wächter. Oh mein Gott, es tut mir leid, Ende vom Lied ist. Nicht viel Kontext hergibt, außer dass dort noch die ein oder andere Invasion auf uns lauern könnte, sobald wir den Weg auf die Brücke wagen. Interessant, Alter. Wo zur Hölle landen wir denn hier jetzt gerade? Auch was da wieder für eine Logik hinterstecken muss, dass diese Relikte so weit entfernt, Alter, wie viel tief vergraben und zig Geheimgängen verschachtelte Kathedrale hier auf uns lauert, wo ohne Scheiß, Alter, sogar die Statue Frans oder dem anderen aus dem ersten Teil hier thront. Ich leider immer seinen Namen vergesse, aber er war der Anführer der Dark Race, Alter. Und derjenige, der Gwyns Übeltat rückgängig machen wollte und endlich das Zeitalter der Finsternis einläuten. Er wollte uns auf seine Seite und die des Abgrunds locken. Richtig gut, Alter. Und ich glaube auch, dass es sich um den hier handelt, weil einfach auch nicht mehr fern von der Dark Soul selbst und dem Abgrund. Und der dahinter steckt. Oder er von dieser geschaffen wurde. Letztendlich dann gerade nochmal den Einstieg in einen kleinen PvP-Kampf geschenkt bekommen. Pointe dessen ist, den geben wir uns jetzt mal noch. Dann gibt es hier auch wieder den sporadischen Break knapp auf der halben Stunde selbst. Beenden diesen dann doch recht geilen Part am Ende noch. Richtig gut, die Drachengeschichte und so weiter und so fort. Hier auch, glaube ich, den Invasoren zur Hölle geschickt. Mann, was ich schon wieder für ein Filmriss habe. Aber passt schon. Ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall einen Spaß damit gehabt. Und hier werden wir direkt mal einem Dingens bombardiert. Krieger des Sonnenlichts wuselt auch hier irgendwo rum. Ich bin gerade etwas überfragt, wo sich denn das Schlachtfeld genau hier befindet. Es ist ziemlich überflüssig, jetzt noch mit diesem Silberritterpack rumzuschlagen. Guck dir den Hurensohn an. Guck dir den Hurensohn an. Interessant, ey. Was ist los, Digga, Alter?
Richtig gut, richtig gut, Alter. In jedem anderen Spiel hätte zu 90% dein Gegenüber jetzt in dich reingeschlagen. Er hat mir aber wahrlich noch die Verbeugung gegönnt, auch wenn die kleine Ratte jetzt schon wieder hier Silberritter am Triggern ist, ey. Voll für den Arsch. Und interessant, wo ist denn eigentlich der? Da ist mein Freund, der Träger der Glut, Interessant. Ja. Wir gehen jetzt genau zusammen erstmal den Silberritter hier ficken. Und der hat's richtig drauf, mein Bro hier. Nicht schlecht. Direkt ein Critical in die Brust. Und da unten chillt's. Warum möchtest denn unbedingt das jetzt hier noch? Das ganze Gegnerschwadron zur Hölle schicken und Arno Londo ein weiteres Mal ausrotten. Aber gut ist. Alles cool, Digga, alles cool. Gönn dir mal den. Pass auf, dass unser Bro da gleich nicht uns in den Rücken fällt. Und auf, suchen wir jetzt endlich das entscheidende Duell, ne? Mutig er auch voranschreitet. Hut ab dafür, mein Freund. Alter Schwede, er ist ja richtig Psycho unterwegs hier, Mann. Da vorne lauern doch immer noch die feuertriefenden Priester. Aber ist auch relativ. So ist er jetzt eh. Boah, was geht denn hier ab, ey? Ohne Scheiß, Mann. Was ist denn nicht in Ordnung mit euch? Lasst mich da mal runter. Der ist hier einfach mal so richtig stylo über die Brüstung gesprungen. Ich flipp aus, ey. Komme ich da hinten wenigstens lang? Tatsache, okay. Geiler Scheiß. Da geht ja schon wieder voll die PvP-Party an den Start, Alter. Das Ende vom Lied ist: Hallo, mein Freund. Gönn uns doch mal eine Verbeugung. Ja, ich komme ja schon mit. Er hat mal ein bisschen Geduld hier. Da ruft mich gerade der Spörhase an. Ich bin ja sowas von gar nicht am Start. Interessant, Hallo. Sehr schön, sehr schön, Alter. Zum Abschluss einfach mal mit Glück hier noch in die Gladiatorenarena geschickt. Hammer, Und als Präsent dafür auch erstmals in der Reihe mal wieder ein bisschen hinten am Anstehen bin und dem einen oder anderen Kampf hier auch einfach als Zuschauer beiwohnen tue, bevor ich mir jetzt gleich den Kopf spalten lasse, bist du gar keine neuen Wahnsinnigen hier in die Welt am Rufen, mein Freund, Beweis der Eintracht habe ich dafür auch einfach mal kassiert, Richtig gut, Jungs, Alter. Richtig gut. Very good. Okay, das ist meine Runde. Auf, stolzer Krieger. Auf dass wir uns gegenseitig die Schädel spalten werden. Ich krieg ihn nicht gefixt, Alter. Was ist denn hier los, ey? Haben die das eingestellt? Das ist ja unfassbar asozial. Irgendwas ist hier gerade voll im Eimer, okay? Verstehe ich nicht. Weil wir wahrscheinlich auf ein und derselben Seite stehen, Interessant, natürlich. Komm mit, Alter, ich will jetzt hier meinen Kampf bestreiten. So langsam werde ich ungeduldig. Okay, läuft. Richtig gut, mein Freund, Schauen wir mal, was er so für Skills am Mitbringen ist. Und ich check's auch jetzt erst. Er ist wahrlich auf meiner Seite, der Sonnenkrieger hier. Und dementsprechend. Es ist mir nicht möglich, ihn in irgendeiner Hinsicht zu verletzen. Gibt natürlich direkt mal wieder Sinn.
Nicht sehr gut, nicht sehr gut, nicht sehr gut, aber alles noch im grünen Bereich. Ich bin auch mal so frei und lasse von den Heilungstränken ab, ja? Okay, interessant, interessant, Alter. Damit habe ich aber echt schwer zu kämpfen, interessanterweise, ja? Also da finde ich gerade noch nicht den Weg da durch. Das wäre ein cooler Dingenskampf geworden mit Flakon am Ende. Da hätte ich mich auf den Stil erstmal in Ruhe einspielen lassen müssen. Das ist sein Ende, oder nicht? Alter Schwede, keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Warum wir da beide nicht den Hit getroffen. Eigentlich hätte mich das zugrunde richten müssen. Oh mein Gott, Alter. Richtig gut, Digga. Richtig gut, Alter. Ich bedanke mich dafür, ey. Hammergeile Nummer, ey. Und der nächste bitte. Ich glaube, wir verschwinden dann auch so langsam in unsere Welt zurück. Oder ich mache einfach mal gerade an dieser Stelle hier einen kleinen Break. Und wir sehen uns im nächsten Part gleich wieder hier. Und da hinten gerade schon ein Finstergeist zugrunde geht. Die wollten mich vorhin auch einfach locken. Ich habe es so überhaupt nicht gecheckt und wollte den Typen erstmal zugrunde richten, ne? Und da ist es auch schon um uns geschehen. Und wir sagen Dankeschön für diesen Trip. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir hatten alle soweit unseren Spaß. Bei mir war das ja relativ, aber ein grandioses Ding. So viele bombastische Überraschungen hier in diesem Part. Finde ich klasse. Und mal wieder einfach gecheckt, warum ich dieses Spiel über alles liebe. Die Reihe selbst und Miyazaki auch. Ich würde ihn direkt, Alter, einen Zungenkuss geben, wenn er mir mal auf so einer Convention über den Weg läuft. Auch wenn der Japaner das echt falsch verstehen könnte. Hier gerade auch etwas Flaume. Okay, mit diesem etwas morbiden und verstörenden Auto wünsche ich dann soweit erstmal eine gute Nacht, guten Morgen, guten Mittag. Weiß der Geier, wann ihr das hier zu sehen gekriegt habt. Ich bedanke mich nochmals fürs Zuschauen. Hoffe, seid beim nächsten Part wieder dabei. Und Twitch-technisch, ihr wisst Bescheid. Fliegender Wechsel, bin in einer Minute wieder auf dem Empfang. Und dann schauen wir mal, was hinter diesem Nebel auf uns am Lauern ist. Wobei da einen nachrichtentechnischen Spoiler schon gekriegt haben und dementsprechend Good Night.